أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب، في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren in Buch 200 Fragen zur islamischen Aqida von Imam Hafiz bin Ahmad al-Hakami rahimuhullah ta'ala, einer der Großgelehrten der Neuzeit, der dieses Büchlein, und in der Tat ist es ein nützliches Büchlein, geschrieben hat, damit er den Unwissenden die Aqida beibringt, dass sie lernen, woran sie glauben müssen, und dass sie das verlassen, was gegen die Religion des Islam spricht. Und wir haben das letzte Mal über das Thema Al-Wala und Al-Bara gesprochen. Das ist in der Tat eines der Säulen und eines der Fundamente in dieser Religion. Und jeder Muslim muss dieses Thema genau verstehen, damit er sich nicht in das Verderben stürzt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, haben wir Aufschluss darüber gegeben, was dieses Thema allgemein zu sagen hat. Und wir werden heute inshallah ta'ala, bevor wir weiter fortfahren mit den Fragen, eine kurze Prüfung machen, ob man das wirklich verstanden hat, indem ich euch Beispiele gebe aus dem Koran und der Sunna und ihr sagt mir, wie wir diese Sachen in Einklang bringen. Erstmal haben wir gesagt, es gibt vier Arten von Kuffar bezüglich der Behandlung ihnen gegenüber. Welche Kuffar haben wir aufgezählt? Es gibt vier Arten von Kuffar. Jeder Muslim muss dieses wissen. Jeder Muslim muss dieses wissen. Vier Arten von Kuffar. Naif. Erstmal der zu bekämpfende Kafir. Wer ist das? Damit die anderen auch wissen, die letzte Mal nicht dabei waren. Wer ist das? Wer ist der zu bekämpfende Kafir, der die Muslime... Naif, tfadda, weiter. Die Kuffar, die uns militärisch machen. Bitte? Die Kuffar, die uns militärisch machen. Okay, aber haben wir eine bestimmte Eier, die uns sagt, wer diese Leute sind? Der Bruder sagt, die Kuffar, die uns militärisch bekämpfen. Natürlich, das ist richtig. Aber haben wir eine bestimmte Eier, die uns das sagt? Na? Ich weiß nicht, dass nur sinngemäß, also, dass Allah sagt, dass er euch nicht verboten hat, wenig übergütig zu sein, die euch nicht wegen eurem Glauben bekämpfen und euch aus euren Häusern vertreiben. Mhm. Aber er hat euch verboten, gütig zu denen zu sein, die euch wegen eurem Glauben töten und euch aus den Häusern vertreiben. Teil. Die Sachen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie uns aufgezählt. إنما ينهاكم الله عن الذين ها قاتلوكم. Wir reden gerade über Kafir Muharib. قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah hat uns verboten, zu denjenigen gütig zu sein, die zu uns kommen und was mit uns machen, ha? Dass wir das aufzählen. Na. Die uns wegen was töten? Die uns wegen der Religion töten, weiter? Uns aus unseren Häusern vertreiben, weiter? Und die dabei helfen, dieses zu tun. So ist diese Eier. Das bedeutet, das ist ein zu bekämpfender Käfer. Dieser hat ein eigenes Urteil. Was heißt ein eigenes Urteil? Mit diesem Käfer macht man keine was? Keine? Keine Da'wah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, waghludh alayhim.
O du Prophet, müh dich ab gegen die Kuffar und die Heuchler. Tayyib, wo ist diese Aya gemeint? Über welche Aya sprechen wir hier? Heißt es, dass wir das in Deutschland machen? Oder in Frankreich machen? Oder in England machen? Was heißt diese Aya? Und wenn wir die Grundlage verstehen, dann wissen wir auch, dass wir die Ayat immer was? Zusammen kombinieren müssen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, O du Prophet, müh dich gegen die Kuffar und die Heuchler und sei streng zu ihnen. Und ihre Stätte ist Jahannam, Höllenfeuer. Bedeutet hier, wenn wir das richtig verstehen, jetzt könnte einer, der das nicht verstanden haben, was denken? Wo ist das gemeint? In? Zum Beispiel in Deutschland. Und wir haben so ein paar Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Wallahi al-Azim, wenn es nach ihnen gehen würde, würden sie jeden Tag hier einen Anschlag machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Diese Leute sind in der Irre. Und diese Leute, sie tun Schlechtes gegenüber dem Islam, nichts Gutes bei Allah. Diese Leute tun Schlechtes gegenüber dem Islam und nichts Gutes, obwohl sie in ihren Köpfen denken, weil sie leider die Religion nicht verstanden haben, was, dass sie etwas Gutes tun. Aber so ist die Sache, wenn du kein Wissen hast und nicht recht geleitet bist, dann kommt Shaitan und er geht mit dir durch jede Tür, durch die er durchgehen will. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani vehement befohlen, diese Leute zu bekämpfen. Vehement bedeutet, keine Barmherzigkeit. In dieser Situation gibt es keine Barmherzigkeit, weil wir haben gesagt, wir unterscheiden im Islam zwischen der Situation wo? Im? Auf dem Schlachtfeld und in der Situation wo? Jede andere. Was ein Schlachtfeld ist, ist jede andere Situation, bedeutet die Dauer. Dieses muss ein Muslim richtig verstehen. Denn wenn er das nicht versteht, wird er die beiden Sachen was? Durcheinander bringen. Ist das verhängnisvoll? Ist das schwer? Ey Wallah. Deswegen, liebe Geschwister, ist es verpflichtend für uns Muslime, unsere Grundlagen richtig zu erlernen, damit wir nicht mehr Schaden anrichten, als das, was wir denken, dass wir Gutes tun. Dieses wäre wahrlich etwas Schlechtes. Und ich möchte jetzt ein Beispiel prägen, damit ihr mir sagt, nachdem wir gelernt haben, was Al-Bara und Al-Wala bedeutet, wie wir das zusammen verbinden können. Ihr kennt Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu anhu arda, ihr kennt ihn? Er war ein was? Tabi'i. Ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ein edler Gefährte. Wegen ihm sind Ayat herabgesandt worden im Koran al-Karim. Und Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu an, er war bei einer Schlacht dabei, als die Kuffar, die Feinde Allahs, gegen die Muslime gekämpft haben. So ging Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu an die Front und ihm begegnete dabei ein Mann. Dieser Mann stellte sich ihm dauernd in den Weg und er ließ ihn nicht vorbei. Abu Ubaida ibn al-Jarrah versuchte ihm auszuweichen, aber dieser Mann war hartnäckig. Und dann schlug Abu Ubaida ibn al-Jarrah ihm den Kopf ab. Und dieser Mann war sein Vater, sein eigener Vater. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat herabgesandt. Allah azza wa jal hat sie unter anderem wegen Abu Ubaida ibn al-Jarrah herabgesandt und er hat seinen Iman, seinen Glauben bestätigt in dieser Ayat. Taib, subhanallah al-azim. Wir haben doch gelernt, wir sollen zu wem gütig sein? Zu den Eltern. Wie kommt es, dass Abu Ubaida ibn al-Jarrah auf dem Schlachtfeld seinen eigenen Vater den Kopf abschlägt? Wie kommt das? Wie können wir das verbinden, wenn wir über Al-Wala und Al-Bara sprechen? Wir haben gesagt, es heißt nicht, wenn wir uns von einem Kafir lossagen in seiner Religion, dass wir zu ihm nicht gut und gütig sein dürfen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ja erlaubt, zu denjenigen gegenüber gut und gütig zu sein, die uns nicht was? Die uns nicht bekämpfen und töten. Tayyib, wie können wir diese Eier mit diesen Grundlagen verbinden, die wir bis jetzt gelernt haben? Güte zu den Eltern,
Bara heißt, dich loszusagen von einer Person, aber nicht, dass du ihn tötest, wie zum Beispiel, dass wir hier in Europa neben Kuffar leben, dass wir uns ja von ihren Glauben lossagen, aber es heißt nicht, dass wir nicht barmherzig in der Da'wah ihnen gegenüber sind. Wie können wir das zusammen? Schaut mal, subhanallah, das ist das Entscheidende. Sie waren wo auf dem? Was haben wir denn die ganze Zeit erklärt? Ya ayyuhan nabi, jahid al-kuffara wal-munafiqin waghluz alayhim. Manche wollen ihren Vater hier den Kopf abschlagen in Deutschland ohne Schlachtfeld. Und sie nehmen sowas als Beweis. Ja, wir sollten das lernen, liebe Geschwister. Weil wenn wir das nicht lernen, dann werden wir dieses und jenes zusammenfügen. Und bei Allah, es gehört nicht zusammen. Das ist die große Katastrophe, die passiert. Passt auf, der Vater von Abu Ubaida ibn al-Jarrah, er war auf dem Schlachtfeld. Und er war gewillt, gegen wen zu kämpfen? Gegen die Muslime. Hier gibt sich eine besondere Situation auf dem Schlachtfeld. Und ist dein Vater auf dem Schlachtfeld? Und er will dich bekämpfen in dem Land, wo sie euch töten wollen. Hier gibt es keine Vater-Sohn-Beziehung. Nein. Hier in diesem Falle gibt es was? Keine Sohn-Vater-Beziehung. Gibt es sonst eine Sohn-Vater-Beziehung? Antwort ja. Aber schaut den riesen Unterschied, den entscheidenden Unterschied. Der entscheidende Unterschied ist, dass sie sich wo begeben haben? Auf einem Schlachtfeld. Und hier gibt es nur entweder Freund oder Feind. Freund oder Feind. Es gibt nichts anderes. Es gibt nicht halber Freund und halber Feind, sondern es gibt hier nur diese beiden Gruppen. Und Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu an, er hat deswegen von Allah subhanahu wa ta'ala das Lob ausgesprochen bekommen im Koran. Warum? Weil er sich für wen entschieden hat? Für Allah oder für seinen Vater? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier muss sich jeder für Allah subhanahu wa ta'ala entscheiden, liebe Geschwister, denn dieses ist keine Kleinigkeit. Das ist Al-Bara, dass wir verstehen, wo ist Al-Bara so? Yani, wie können wir Al-Bara so verstehen, in welcher Situation? Und wie können wir Al-Bara in dieser Situation so verstehen? Deswegen haben wir gesagt, ein Kafir Muharib, derjenige, der bekämpft werden muss, er hat ein anderes Urteil als die anderen Kuffar, mit denen wir nicht auf dem Schlachtfeld stehen, die uns nicht gegenüberstehen und uns töten wollen und unsere Religion nehmen wollen, die zu uns kommen, um unser Eigentum zu nehmen, um unsere Frauen zu vergewaltigen. Diese Leute haben ein einziges Urteil und niemand, liebe Geschwister, darf hier anders reagieren, als dass er diese Kuffar bekämpft. Dieses ist ein Muss und derjenige, der sogar sich vom Kampffeld entfernt, indem er wegrennt, abhaut, dieser, wal-iyadu billah, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, seine Heimstätte ist Jahannam. Nas'Allah salam. Seine Heimstatt ist Jahannam. Er darf nicht wegrennen vom Kampffeld. Der Dschihad in dieser Situation ist Fard ein, liebe Geschwister. Bedeutet, für jeden Pflicht. Ob groß oder klein. Hier braucht man nicht die Erlaubnis von wem? Von den Eltern. Das ist natürlich eine Situation, die manchmal gegeben ist. Aber nochmals bitte, diese Situation, wir reden hier nicht in Europa darüber, dass das jedem klar wird. Wir reden über die Feinde Allahs, die in ein muslimisches Land hereinkommen und genau das tun wollen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran beschrieben hat, die reinkommen, nur um die Muslime zu töten. Gibt es so etwas? Antwort? Natürlich. Massenweise. Und komischerweise sind die Muslime die Terroristen, aber wer belagert welche Länder? Kennt ihr ein einziges muslimisches Land, das ein anderes belagert hat? Antwort? Nein. Aber wie viele Kuffar kennt ihr, die muslimische Länder belagert haben? Eine Menge, oder? Das ist die Sache. Aber wer sind die Terroristen? Wallahi al-Azim, beim Herrn der Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala, der über alles Zeuge ist. Die wahren Terroristen sind diejenigen, die am lautesten Demokratie schreien. Das sind die wahren Terroristen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses verstehen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz schnell in Surah Al-Mujadala, er sagt, du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, und denjenigen Zuneigung bezeugen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln.
Auch wenn diese ihre Väter wären, oder ihre Söhne, oder ihre Brüder, oder ihre Sippenmitglieder, jene in ihre Herzen hat er den Glauben subhanahu wa ta'ala geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, al-Aya, bis zum Ende. Lob an Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Antwort? Antwort? Hat er Richtiges oder Falsches getan? Hätte Allah ihn gelobt, hätte Allah subhanahu wa ta'ala ihn gelobt, wenn er Falsches getan hätte? Antwort, natürlich nein. Deswegen, ich habe so ein Beispiel geprägt, damit wir verstehen, wie wir diese beiden Sachen zusammenbringen können. Denn das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir das nicht durcheinander bringen. Tayyib, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran sagt, وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ und tötet sie, wo auch immer ihr sie findet, und vertreibt sie von da aus, von dort aus, von wo sie euch vertrieben haben. Wie können wir diese Ayat immer verstehen? Wer sagt mir das? Wie können wir diese Ayat verstehen? Bilal? Die gelten im Schlachtfeld oder im Kriegssituation. Sehr gut. Die gelten auf dem Schlachtfeld. Die können wir nicht hier praktizieren. Weil ein Anfänger, der noch nichts gelernt hat vom Buche Allahs und sich gleich beim Ahl-Sunnah Abu Takfiri Forum anmeldet, möge Allah diese Leute recht leiten, die übelsten Takfiris, a'udhu billah. Was denkt der? Der kriegt jetzt ein, zwei Eier. Ach, ey, Allah sagt, Allah, fürchtest du nicht Allah? Was sagt Allah? Allah sagt hier das, okay, und tötet sie von wo? Wo ihr sie findet und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Aber was sagt Allah in einer anderen Ayah? Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen gut zu sein, die euch nicht wegen eurer Religion töten und euch nicht aus euren Häusern vertreibt. Ja, sollen wir jetzt nur eine Ayah nehmen und die andere nein? Natürlich, wenn wir diese beiden Ayat kombinieren, worauf kommen wir, zu welchem Ergebnis? Tötet sie, das bedeutet wo? Auf dem Schlachtfeld. Das gilt aber nicht für die übrigen drei Kategorien, zu denen wir jetzt kommen. Dann, zweite Art von Kafir. Bilal? Diejenigen, die die Jizya bezahlen. Das ist, wie heißt er? Das sind Ahlu? Dhimma. Ahlu Dhimma. Das sind diejenigen, sie leben unter einem muslimischen Reich und zahlen was? Die Jizya. Diese bekommen aber auch von den Muslimen was? Den Schutz. Frage, darf man sie töten? Gilt diese Ayah, wie wir vorhin erklärt haben, für diese Leute? Antwort? Man darf sie nicht töten.